Wildnistag 67 und damit die bis dato längste Wildnis ever. Das haben wir schon mal auf der sicheren Seite, im Gegensatz zu all den anderen Zielen, die wir erreichen wollten, die nicht erreicht wurden. Aber gut, ich habe Sport gemacht, was echt schwer war mit der Wunde. Boah, die sieht auch nicht gut aus. Also ich behalte das jetzt im Auge. Ich glaube nicht, dass sich was entzündet, wenn sich das jetzt einfach schließt. Ist halt nur nervig. Aber falls mir da irgendwas komisch vorkommt, muss ich vielleicht nochmal irgendwo mit hin. Das ist so richtig so gezackt, so einmal so ein... ist eine Furche. Scheiß Schraubenzieher. Okay, also gesportet, geduscht. Hier alles soweit bereit. Jetzt werde ich mir gleich nochmal Wasser abfüllen und noch einen Kaffee trinken. So dass, wenn ich dann das Wasser ausschalte und mich an die Badezimmerleitung mache, ich noch irgendwo ein bisschen Wasser habe zum Trinken, zum Händewaschen, zum, keine Ahnung, wünscht mir Glück. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, Wasser ist abgeschaltet, hier ist alles wasserfest gemacht, Zeberrolle liegt bereit. Jetzt werde ich erstmal mich vortasten. Also ich werde jetzt erstmal mein Eckventil zusammenbauen. Da gehört noch irgendwo, hier was zu. Das baue ich zuerst zusammen, dann fahre ich schrittweise fort und bete. Wow, okay. Ich verlasse mich jetzt blind darauf, dass mein neues System funktionieren wird, weil ich jetzt hier alles abnehmen muss, um überhaupt erstmal... Ja. Scheiße, ist natürlich hier durch die Ecke total verkantet. Das wird jetzt ja ein Spaß. Oh, Opa, wieso musstest du das denn hier so fest reinbauen? Jetzt kann ich den nicht rausziehen oder was? Ich brech ab. Okay. Glück gehabt. Da hatte ich ja gar nicht dran gedacht, in welcher Reihenfolge mein Opa das hier reingebaut hat und dass das natürlich... Oh, ich muss jetzt erstmal dieses Rohr hier rauskriegen, ohne dass es sein ganzes Wasser im Haus verliert. So. So eine Scheiße. Okay, das war nicht ganz schwer, aber auch nicht ganz einfach. Oh Mann. Okay. Soweit, so gut. Da ist meine neue Leitung und darum muss ich mich auch noch kümmern mit meinem Bootslack dann später. Das ist die gefährliche Wasserstelle hier, weil hier das Handtuch hängt und dann tropft da immer Wasser hin. Es schimmelt das schon. Okay, es geht voran. Ich habe jetzt endlich rausklamüsert, was ich mit wem verbinde hier und lege jetzt schon mal ein bisschen vor und dann muss ich aber alles noch zusammenbauen. Tja, auf halbem Weg ist jetzt, hat angefangen diese Solarlampe hier, die noch an dem Solarmodul hängt, irgendwie nach verbranntem Plastik zu riechen. Ich kann sie also nicht weiter benutzen, was ärgerlich ist, weil sie ist heller als mein kleiner Lichtball hier. Aber gut, muss ich jetzt durch. Dieser Teil hier ist jetzt fertig. Ich habe da jetzt ein trockenes Zewa drum gemacht, um mal zu gucken, ob es irgendwo undicht ist. Beziehungsweise jetzt kommt ja nur Tröppelwasser. Aber selbst dann sollte das Wasser jetzt schon seinen Weg finden, damit ich das schon mal prüfen kann. Dann ist von hier schon fest. Und jetzt muss ich mich um das Eckventil kümmern und diese ganze Geschichte hier. So, das ist jetzt an die Wand geschraubt. Jetzt muss nur als nächstes noch das hier da rein. Okay, also es ist jetzt alles dran und ich müsste eigentlich nur noch das Wasser anschalten. Aber ich habe echt ein bisschen Schiss. Das Problem ist halt auch, der Wasser, also der Haupthahn ist am anderen Ende des Grundstücks. Und bis ich hier wieder hergekommen bin, kann schon das ganze Bad unter Wasser stehen. Und dann muss ich auch wieder ganz zurück und es wieder zumachen. Also
Das filme ich jetzt nicht, weil ich echt schnell sein muss jetzt. Oh, ich hasse Wasser. Aber jetzt auf den ersten Blick sieht es gut aus. Ich habe das Eckventil erst noch zugelassen. Und ich hatte schon befürchtet, direkt davor habe ich halt eine Verlängerung. Und da hatte ich schon befürchtet, dass die nicht ganz dicht ist, weil ich den zweiten Schlüssel nicht hatte, um Gegenhieb zu geben. Habe ich jetzt nochmal ganz leicht angezogen. Jetzt wirkt es auf mich dicht. Okay, dann habe ich das Eckventil auch geöffnet. Und hier hat alles gearbeitet und gemacht und es hat sich sehr gut angehört und es scheint auch alles trocken zu sein. Das ist natürlich was ich jetzt hier noch kontinuierlich beobachten muss, bevor ich hier alles wegräume, aufräume, das Werkzeug wegbringe und all sowas. Also das muss ich jetzt heute den ganzen Tag checken, ob hier alles schön dicht ist. Und wenn das so ist, dann haben wir dieses Experiment erledigt. Und das alles nur, damit einem das im Winter nicht abspringt. Aber ich habe trotzdem, ich habe eine recht stramme Verbindung und da habe ich so ein bisschen Angst, dass die im Winter auch Probleme machen könnte. Ich habe recht wenig Spiel. Aber gut. Erstmal soweit so schnuff. Jetzt erstmal aufräumen. Also okay, das hier ist nicht dicht. Ich habe jetzt Wasser nochmal ausgemacht. Da muss ich nochmal mehr zwischen bekommen. Der Rest sieht echt gut aus. Okay, zweite Runde scheint geklappt zu haben. Ich habe jetzt überall knochentrockene Auffangbehälter drunter und überall kleine Papierstreifen drum. Und das Wasser bleibt jetzt an, alle Ventile offen. Und dann beobachten wir das den Rest des Tages. Und erst wenn ich heute Abend das Gefühl habe, dass da wirklich überhaupt nicht ein Tröppel irgendwo langläuft, erst dann geht's hier weiter mit Boden abschleifen, denn morgen muss ich dann Bootslack auf den Boden schmieren. Auch irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ich muss erst mal was essen. Wie schön. Mittagessen geht auch ungekühlt. Wir haben ungekühlte Leberwurst, ungekühlten Babybell. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist, dass man den nicht kühlen muss. Aber gut, dann haben wir auch Käse und ungekühltes Auberginen-Mousse. Und schon haben wir ohne Kühlschrank ein Mittagessen. Ich habe das jetzt hier leicht angeraut im Bad. Es ist natürlich alles super oberflächlich. Also eigentlich müsste man die richtig abziehen und richtig schick machen. Ich streiche jetzt ja auch über diesen schrecklichen Kladderadatsch da unten rüber. Das ist nicht sexy. Und da hinten, wo das schon schwarz geschimmelt ist, muss ich mir auch noch mal was überlegen. Ich kriege das Silikon da irgendwie nicht raus. Aber ich weiß auch, dass das Wasser dahinter läuft. Ich bin irgendwie nicht ganz schlüssig. Aber jetzt für heute ist irgendwie gut. Ich kann mich jetzt nicht mehr hier weiter konzentrieren. Das Geschleife hat einen riesigen Schnupfenanfall ausgelöst. Ich muss jetzt hier aus diesem Raum weg. Und ich muss mich sowieso noch mal schlau machen, wie lang dieser verdammte Lack dann eigentlich trocknet. Und ob ich mein Badezimmer überhaupt noch vor meiner Abreise wieder benutzen kann. Da steht hier irgendwas. Oh, staubtrocken 5 bis 7 Stunden, schleifbar und überstreichbar 12 bis 24 Stunden. Enthärte nach einigen Tagen. Ja gut, also das wird dann reichen. Also einigen Tagen, ja, also wenn ich abreise. Ach, da muss ich mal gucken. Ich befasse mich da mal morgen mit.